Ja, es ist ein Ziel, das wohl viele von uns vor Augen haben, eine Versorgung 24/7 mit erneuerbaren Energien. Aber was bedeutet das eigentlich für unsere Netze und können wir damit wirklich neue kritische Abhängigkeiten vermeiden? Spannende Fragen und die wollen wir jetzt besprechen. Ich freue mich sehr, dass Professor Andreas Bett bei mir ist, Institutsleiter beim Fraunhofer ISE. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ja, wie sieht's aus? Können wir neue gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, aber auch energietechnische Fragen so beantworten? Ja, zunächst mal glaube ich ja, ein eindeutiges Ja. Wir können 24/7 mit erneuerbaren Energien ein neues Energiesystem aufbauen. Und es wird uns gelingen. Wir brauchen dafür eine Vielzahl an unterschiedlichen Technologien, die eben ineinander greifen müssen. Aber man braucht keine Sorge haben, dass wir keine Versorgungssicherheit haben werden. Und welche Vorteile bringt das mit sich und was würden wir jetzt noch benötigen? Was steht quasi auf der To-Do-Liste, damit das klappt? Naja, Vorteile haben wir zunächst mal vom alten System. Gerade spüren wir ja den Nachteil, dass wir sehr stark abhängig sind von Importen wie Gas und Öl, die unser Energiesystem bestimmen. Das werden wir künftig weniger haben. Wir müssen sicher aufpassen, dass wir nicht neue Abhängigkeiten generieren. Das ist eine große Herausforderung, aber das werden wir auch schaffen können. Insofern ist eigentlich die Zukunft anders vom Energiesystem, viel flexibler. Und dann schauen wir doch jetzt mal in die eben erwähnte Zukunft. Wie sieht sie aus, vor allem auf der technologischen Seite? Was erwarten Sie? Ja, ich erwarte, dass wir noch weitere Entwicklungen sehen, dass wir mehr kostengünstigere Speicher sehen werden, um zum Beispiel die Netze zu entlasten. Netzausbau muss natürlich auch passieren. Im Bereich der Photovoltaik werden wir weiter kostengünstigere Stromgestehungskosten haben in der Zukunft. Wir werden höher effiziente Module haben. All diese Entwicklungen, die schon viele Jahre anlaufen, werden fortgesetzt. Dann sage ich vielen Dank. Und was braucht es dazu? Eigentlich intelligente Technologien, Vernetzung und uns als intelligente Nutzer. Absolut. Und es braucht auch noch die Wirtschaft und die Finanzen dazu. Aber auch das schaffen wir. Das schaffen wir. Vielen Dank. In diesem Sinne, alles Gute. Bis dahin. Tschüss.